Geralt musste Eredin entgegentreten, doch er brauchte die Hilfe von Freunden. Die wilde Jagd würde nur mit außerordentlich mächtiger Magie zu besiegen sein. Triss und Yen beriefen die aufgelöste und dezimierte Loge der Zauberinnen wieder ein. Auch Avalach begann, Pläne zu schmieden. Was war die Zwischensequenz? War gerade ein bisschen zu lang. Ich bin gerade ein bisschen. So, können weitergehen. Na toll. Fange jetzt nicht an rumzuhusten. Nee, jetzt weg hier. So, ja genau, hier sind wir geblieben. So, na dann. Dann wollen wir mal kämpfen. Wo denn den Schlüssel? Er wirbelt, sagen sie. So taktisch vorkämpfen. Schlechte Idee. Haben wir schon mal den Bogenschützen. Gibt's nix. Jetzt kommen die alle hochgerannt. Das ist gut. Jetzt kommen die halbwegs einzeln. Wir kämpfen. Jetzt haben sich hier zwar doch schon wieder auf dem Haufen. Aber zumindest nicht alle 100. Wir hatten einen Heiltrank. Oder nicht? Gib mir den Schildern. Verdammt, mit den Schildern. Das hat mich das letzte Mal schon gekillt. Verdammt! Das war dumm. Okay. Aber die Idee mit der Treppe ist dort schon eine gute Idee. Dass wir nicht auf dem offenen Feld spielen. Und das war die dort. Wir kriegen wir sind ein bisschen einzelner. Die mit den Schildern müssen wir natürlich mit dem Gegenstoß ausschalten. Hab mich gerade ein bisschen blöd angestellt. Die Ladescreen, der nervt halt immer so ein bisschen, deswegen sollten wir halt nicht zu viele, wir sollten halt nicht zu viele Versuche hier. Das ist dann irgendwann. Das ist halt ein Hauptquest, das ist ja das Blöde. Kann man halt nicht sagen. Kann man nicht sagen, lass es bleiben. So habt die Scheiße. Das sollten wir mal schon schaffen hier. Stunden später. Genau dies. Auf, Mutter. Na toll. Ich will ihn lebendig. Ach, hier müssen wir schon hin, oder was? Sieht hier fast aus, als wären wir hier richtig. Aber halt nur fast.
schöne Typen, die sind halt ein bisschen nervig. Hat man nur einen Bogenschützen? Ist der jetzt weg oder? Jetzt komm mal her. Die ersten, die Hexenjäger, die sind hart. Verdammt, lass mich hier schon wieder killen. Nein, ich brauche Heilung. Ich brauche Zeit zum Heilen. Meditieren geht jetzt hier nicht. Natürlich nicht. Würde ich gerne mal gucken, welcher Trank hier zum müsste was Essbares haben, aber da habe ich auch nichts mehr mit dabei. Das ist schlecht. Kraft. Ich habe auch keine Heiltränke mehr. Das ist halt bescheuert. Kacke. Der schwächt meinen Balken sogar noch. Ich könnte ja an dem Tank sterben. Aber boys, nope. Wenn ich sowieso sterbe. Vom Dach gesprungen. Episch. Kacke, wie kriegen wir das hin? Wir haben ja im letzten Stream schon mal versucht, den einfach durchzurennen und den Typen zu besiegen, was uns auch gelungen ist. Und dann kamen die ganzen. Man müsste irgendeine Tür zu machen können oder so. Irgendwas mit dem Tür verrammeln. Ja, dann müssen wir als nächstes den Schlüssel finden und dann müssen wir wahrscheinlich auch wieder raus. Aus dem ist noch den Weg wieder zurück. Das ist. Ach. Bleibt uns wahrscheinlich nichts anderes übrig, als die Leute zu besiegen. Denkt, als erstes müssen wir da hochrennen und die Bogenschützen besiegen. Das ist das Wichtigste. Dann müssen wir mal gucken, dass wir da uns nicht zu sehr treffen lassen. Und dann vielleicht doch wieder auf dem Haupthof kämpfen. Mit Ausweichen und Co. Es sind zu viele. Vor allem die mit den Schildern. Das ist total nervig. Die mit den Schildern muss ich ausschalten. Die muss ich hinter die von hinten treffen. Lassen sich nicht so besiegen. Vielleicht kann ich die ersten hier schon ausschalten. Damit die dann nicht auf den Platz kommen. Ewiges Feuer! Die nicht zu viel Treffer kassieren! Ich finde mal hier auch noch um was zu essen. Was Verzehrbares. Sieht leider nicht so aus, aber. Essbares ist da jetzt nicht drin. Das ist ein Reparatur-Set, das ist schon. Das ist echt nicht schlecht. Oh, Beurteilung. Irgendwo ein Brot oder so. Finde ich jetzt echt prickelnd. Können wir noch meditieren? Das könnte fast möglich sein. Meditation. Ach komm. Tja. Ah, aber geheilt hat es mich.
Okay, da hinten sind die mit den Schildern, müssen wir als erstes ausschalten. Für den König! Reißt ihn von rechts! Da sind die Schilder. Ich schaff's! Später. Hexer, nicht Wichser. Das ist ein anderes, anderer Film. Hau ab. Was mache ich hier? Ich habe schon wieder keinen. Ich bin zu schwach für diese Quest. Ich bring dich auf! Können wir vielleicht hier irgendwie. Eine Medizin können wir gar nicht. Halt scheiße. Jetzt kommt da einer. Den haben wir schon. Da kommen jetzt die anderen nach. Verdammt! Das werde ich wieder nicht überstehen. Jetzt haben wir den Schild. Dann habe ich verkackt. Verdammt! Jetzt kommen wir hin. Den muss ich von hinten. Den kriege ich ja unmöglich von hinten. Verdammt mich! Diese Quest werden wir heute nicht mehr schaffen. Ich habe zu wenig Erfahrung. Ich habe zu wenig. Das Level ist zu niedrig. Ich habe zu wenig. Ich bin zu leicht besiegbar. Die Rüstung, die starke Rüstung, die ich habe, die 88 Rüstung plus das, was ich an Beinen und so weiter habe, hält nicht aus. Das ist. Ich habe doch eigentlich starke Schwerter und so weiter. Was ist denn hier los? Frustrierend hier heute. Dann will man das auch irgendwann mal geschafft haben, weil ist dann auch blöd für die Let's Plays, wenn ich dann 5 Parts in diesem Kampf hier habe. Das ist dann auch. Das muss ich dann rausschneiden und das ist dann halt. Finde ich kacke. Ich glaube, die Taktik dort auf dem Hof ist, glaube ich, erstmal die beste. Die Taktik, die wir eben gerade schon gemacht haben. Um erstmal welche auszuschalten. Dann müssen wir uns auf die Blöden mit den Schildern konzentrieren. Wir haben ja nichts zu essen hier unten. Kuhmilch. Reicht halt nicht hin, um. Brauch was zur Heilung, zum Essen. Was Verzehrbares. Aber nur eine Kuhmilch gerade. Das wird's nicht reichen. Nichts Essbares hier. Kalendar, ja, das sieht mir recht wenig. Thank you.
Tja, sieht doch hier schlecht aus. Die haben wir wohl auch schon gelootet. Das brauche ich halt gerade wirklich nicht. Verdammt! Nein! Nein! Ich will keinen Schaden kriegen. Das ist dumm, mir Schaden zu nehmen. Ich meine, hier können wir uns noch heilen, aber... Da stehen wir. Und den Schildern. Irgendwelche letzten Worte? Verdammt, es hat nicht geklappt. Ich bin scheiße schlecht. Versuch die Taktik wieder. Was ist mit toter Mann? Wir hätten ihn abschließen müssen. Gefängnisaufseher ist auch schwer zu besiegen. Und bis wir den besiegt haben, sind hier die anderen da. Weg, 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 weg. Scheiße, er versperrt die Tür. Lockt die wieder raus. Oder vielleicht schmerzhaft. Ja, nicht. Hexer, nicht Wichser. Scheiße, das sind zu viele. Und ich kann nicht rennen. Jetzt haben wir wieder die Situation, dass wir uns dadurch durchkämpfen müssen. Gefängnisaufseher, den müssen wir. Verdammt. Durchrennen hier. Durch. Können wir uns jetzt hier vielleicht reinschummeln? Ja, mit viel schweren Gegnern. Die mich jetzt hier töten. Ich bin am Arsch. Wieso greift der nicht an? Ich hau mit die. Der hat gekauft. Habt ihr gesehen? Manche Schwertgriffe von ihr in so einer engen Kammer gehen einfach nicht. Der will Geralt wenig mit dem Schwert schwenken. Boah, wie mich dieses Level aufregt. Wie mich dieses Level aufregt. Alter Schwede. Ich glaube, das ist wie, ich versuche es nochmal im Hof, aber ich bin da auch, wenn die mich dort. Ich bin denen im Hof auch hoffnungslos. Ich versuche ab und zu mal auszuweichen, aber ich bin denen hoffnungslos unterlegen. Beenden wir das Let's Play wieder an dieser Stelle, das war's, weil wir es nicht schaffen oder so. Oh Gott, bitte nicht. Wie bei der Bestien Teil 1. Das kann es doch nicht sein. So ein lächerlicher Hinterhof, das ist, wo wir, das ist, wir haben schon gegen Bosse hier, das ist, den Nitral, ich erinnere mich dran, der war relativ früh, da haben wir dran zu beißen gehabt, das ist,
Wir haben schon Schlimmeres hier besiegt. Es hat wirklich ein Witcher. Das ist halt das, was mich halt wirklich massiv an der Witcher 3 stört. Das ist einer der wenigen Kritikpunkte hier dran. Dass du halt Bosskämpfe hast, die du beim zweiten Versuch schaffst. Dann hast du hier ein paar dahergelaufene Trottel hier, die da halt wirklich die dir die Quest unmöglich machen. Das ewige Feuer wird Asche aus dir machen! Und die halt hier, das sind hier wirklich die Endgegner. Hast halt einen Ertrunkenen, der einfach mal eben. Wurde ich im Sumpf mal eben von der. Was? Wurde sie von einem Ertrunkenen oder von der Sumpfhexe irgendwie im Sumpf ermordet. Was soll. Und was ist das jetzt hier schon wieder? Manchmal tue ich mich auch echt schwer hier. Alter Schwede. Das scheint was zu bringen. Wir müssen die Bogenschützen ausschießen, aber dann kommen die hier wieder hoch. Das ist halt ein bisschen lästig. Solange die hier sind, ist das halt unmöglich, da unten zu kämpfen. Mit deren Soldaten mit Schild. Die sind halt kacke. Vielleicht könnte man hier Fernkampf rüstig nochmal aus. Hier unten. Auf dem mittleren. Doch viel zu wenig. Und die mit ihren Schildern. Wenn das jetzt klappen würde. Von hier aus greifen die mich nicht an. Die verdammten Schilder. Aber die könnte ich ausschalten. Wenn das treffen würde. Dauert halt nur eine Stunde. Du dreckiger Hurenbock! Ja, ohne Taktik. Gerade hat er sein Schild niedergelegt. Ah, scheiße, den treffe ich jetzt nicht mehr. Das ist blöd. Ich mach dich fertig. Den Versuch war's wert. Schade, dass wir keinen weiteren Fernkampfwaffen angegriffen haben. Art. Schlechte Idee. Was habe ich machen? Was bin ich machend? Greif doch an, Geralt. Was tust du? Was ist das hier für ein Tänzchen? Es sieht nur noch nach vier Leuten aus. Was bin ich hier? Sehend. Lock die hoch.
Gibt es, glaube ich, auch keine Verstärkung, die hier kommt. Pass auf! Oh Mann! Toter Mann! Sag mir nicht, dass die mich jetzt ausschalten. Okay, den haben wir tot. Jetzt haben wir die Schildtypen hier. Das ist halt mein Kryptonit. Die werden mich jetzt wieder rocken. Ihr seid nur noch zu zweit, wenn ich das richtig sehe. Jetzt bräuchte man mal Heilung, das wäre halt echt geil. Nix. Kann halt hier nicht kämpfen. Der Ruf ist leer. Hier oben steht einer. Der wird ja mich nicht treffen. Das wird nicht zählen. Das kannst du jetzt nicht tun, ja, Sister. Nur noch diese zwei Bastarde hier mit den Schildern. Zieh schon das Schwert. Wieso nicht? Verarschst du mich? Wäre wohl unfair. Als ob. Ich hab noch, guck mal, wie viel. Es wird doch nix. Es ist so gut hier und. Oh, nice. Dann wird das vielleicht doch noch was. Von beiden Seiten muss ich euch besiegen. Verdammt! Hit ihn, komm und drauf! Warum schlägt er nicht? Geralt. Und da waren wir noch einer. Einer gegen einen. Ach du Scheiße, da kommt mehr. Nein! Ein Bogenschütze. Damit habe ich nicht gerechnet. Du dreckiger Hurenbock! Das wäre zu gut. Okay, mit der Zunge kann ich jetzt hier nicht mehr. Steck doch das Schwert nicht ein. Ach Scheiße. Scheiße mit den scheiß Schilderviechern. Leben noch. Steckt einfach sein Schwert ein.
könnte ein guter Tipp sein. Sehr gut, Heilung. Das wird nie was. Ja, es geht hier natürlich wieder nicht. Wir können Cheat zwar ausnutzen, dass wir dort oben heilen können, aber. Jetzt sind sie schwer. Jetzt kommen die Schilder hier. Ja. Jetzt habe ich einen Screenshot gemacht. Auch schön. Ja, komm doch. Das Gefängnis aus hier, okay. Das ist der Oberboss hier. Weg, 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 weg. Ich kann einfach nicht ausweichen. Das hätte ich einfach ausnutzen können. Hinter die gelangen und zuschlagen. Was ist daran so schwer? Das habe ich doch bei dem Boss auch geschafft. Und jetzt drauf. Ja, was mache ich denn jetzt hier mit den Tasten? Ich mach dich fertig. Mach hier Screenshots und Co. Das ist hier wirklich zum Heulen. Okay, das kannst du während des Kampfes nicht machen, natürlich. Ja, nice. Schneller oder vielleicht schmerzhaft. Und jetzt drauf, während er betäubt ist. Und weg hier. Weg, 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 Geralt. Du dreckiger Hund. Scheiße, Meditation geht gerade nicht. Schlecht. Kommt wieder runter. Verdammt. Der Bug hat sich gelegt. Ich will das jetzt hier wirklich nicht. Damit die Fernkampfwaffe hier nicht effektiv nutzen kann. Und wir hier nicht wieder verkacken. Komm hinter ihn. Es ist noch nicht zu spät, sich zu ergeben. Genau, Geralt. Das sollst du mal drüber nachdenken. Dich zu ergeben. Das wäre durch die bessere Lösung. Okay, scheinbar ist dieser Bug für mich nichts mehr. Ich kann das doch jetzt nicht. Wenn ich den Gefängnisaufseher hinkriegen würde, könnte ich die, da könnte ich die anderen Wachen, die redanischen Soldaten, eventuell gut sein lassen. Wenn der jetzt sterben würde, könnte ich an ihn vorbeirennen und die Schlüssel holen. Das ist gut. Okay, der kriegt auch Schaden. Kriegen wir wahrscheinlich nie so. Kriegst Schilder von denen.
Ich meine, ich habe jetzt hier wirklich nur noch. Es sind nur noch zwei Leute. Das wäre ziemlich scheiße, wenn ich jetzt sterben würde. Ich mach dich fertig. Und einer hat noch. Der andere ist fast tot, den hatten wir schon fast. Wo ist hier das? Extra, ne? Such die Leiche des Kommandanten, na toll. Du dreckiger Hurenbock! Nein, jetzt nicht sterben! Nicht sterben! Geralt, nicht sterben! Einfach nicht sterben! Mutation wäre jetzt halt hier das Geister. Ich mach dich mir keine Wahl. Verdammt. Steht da der jetzt direkt davor? Bitte weglocken könnte und dann an die. Leiche flattern könnte. Ich bin halt schon tot. Meditation. Ah, sehr gut. Hier gibt es so eine Sekunde, wo das geht. Toller Bug hier. Du dreckiger Hurenbock. Die habe ich doch schon fast. Ist halt nervig hier. Jetzt hier weglocken könnte. Hier, Leute. Die Zellenschlüssel. Öffne die Zelle. Schon dabei. Lass uns nicht aufhalten. Ich hoffe, das gibt jetzt keinen Bug, weil wir die nicht besiegt haben.